Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Review, diesmal mit Transformers Movie 4, Transformers Generations Deluxe Class Drive. Einer der Dinobots und ja, ich war erst sehr skeptisch, weil ich mir dachte, ein Flugsaurier mit zwei Köpfen, das geht ja mal gar nicht. Ich dachte einfach nur gleich an Swoop. Den kennen wir alle, jedenfalls wer sich ein bisschen mit Transformers auskennt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mit dem neuen Design habe ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan und war dann allerdings wirklich hellauf begeistert mit dieser Figur. Diese Figur gibt es in dieser Fassung, wie ihr sie gerade seht, als Einzelfigur und nochmal in einem großen Dreierpack mit zwei Legion Class Figuren. Einmal ich bin jetzt mir nicht sicher, Bumblebee und einem Redeco einer anderen Figur, das müsste, jetzt ist mir der Name entfallen, egal, schlechte Vorbereitung, macht aber nichts. Um jetzt einfach mal auf diese Figur zu kommen, mit dabei, das ist jetzt die US-Version, nicht die Takara-Version. In der US-Version haben wir einmal diesen richtig schönen Beipackzettel quasi, diese Anleitung. Ich finde, sehr schön gelungen. Auch hier natürlich so gestaltet, dass die verwandelbaren Teile dann jeweils in Rot markiert sind. Und auf der anderen Seite natürlich dann nochmal einmal verkehrt herum. Was soll ich groß sagen? Es sind insgesamt, glaube ich, 11 Schritte zum Verwandeln oder 10. Auf jeden Fall sehr schnell. Finde ich sehr schön. Und die Figur hat einige Gimmicks und besitzt auch mehrere Waffen. Wie ihr es jetzt hier seht, ich habe jetzt einfach einen meiner Figurenständer genommen, um die Figur im fliegenden Modus quasi zu zeigen. Ich finde es sehr hübsch. Kann ich jedem empfehlen, denn was viele nicht wissen, diese Figuren von Hasbro werden alle jeweils hier mit so einem kleinen Connector quasi versehen. Auch die anderen Deluxe-Figuren und sind somit mit solchen Stiftkonnektoren richtig schön natürlich auch in der Vitrine oder in Actionposen platzierbar. Sehr schön gemacht. Jetzt zeige ich euch aber auch nochmal natürlich, wie bei den anderen Figuren, ist hier einmal ein großes Poster von Stomper Optimus Prime mit dabei. Und auf der Rückseite dann so ein kleiner Katalog. Den möchte ich jetzt nicht näher eingehen, den seht ihr auch mal in anderen Reviews von den Deluxe-Figuren aus den USA. Ansonsten haben wir, die Figur packen wir jetzt mal zur Seite, noch die Verpackung. Das heißt, wir haben einmal hier richtig schön Strafe im Robotermodus abgebildet und haben natürlich dieses schöne durchsichtige Transformers hier abgebildet. Im Hintergrund sehen wir ganz groß Strafe im Dinobot-Modus mit seinen zwei Köpfen und auf der Rückseite auch hier einmal den Blueprint mal wieder, wie immer. Einmal hier Autobot Drift und Slash noch als Figuren abgebildet. Wir sehen einmal hier ganz groß den Preteranodon-Modus, also den Flugsaurier-Modus. Und was das Schöne an diesem Modus ist, ihr habt einmal hier unten und hier oben an jedem Flügel die Möglichkeit, die Klingen quasi ausgeklappt darzustellen. Ihr könnt sie aber auch, wie ich es jetzt gemacht habe, in dem Flügel verstauen, das zeige ich euch gleich. Und ihr könnt auf der Rückseite diese Armbrust quasi mit platzieren. Eine rundum gelungene Figur, wie ich finde, auch wenn sie einige Nachteile hat, dazu aber gleich. So, wie gesagt, das ist die Figur. An der Seite seht ihr auch nochmal im Groben ein Artwork. So, die Verpackung mache ich jetzt natürlich zur Seite und jetzt kommen wir einfach mal zu der Figur. Um die Figur jetzt einfach mal die Vorteile zu zeigen. Wir gucken uns einfach jetzt mal die Details an, zum Beispiel jetzt die Flügel. Sehr schön gemacht. Die Flügel sind von Hause aus blau und sind dann mit einem Silber quasi übersprüht worden, dass sie hier wie so einen Übergang haben. Sehr schön. Und diese schwarzen, blitzartigen Muster einmal hier drauf. Wir haben einmal das Autobot-Symbol an jedem Flügel, richtig schön groß drauf. Die Flügel sind schön faltbar, gehen also ineinander über, auch sehr schön gestaltet. Kann sie natürlich ein bisschen weiter öffnen, das ist jedem selbst überlassen. Und wir haben hier, das finde ich das Manko an den neuen Figuren, ein Gummi oder besagt zwei Gummischwänze. Die sind auch in einem blauen Plastik gehalten und sind dann einfach hier mit so einem Farbübergang versehen in Richtung Silber. Ich sehe halt die Gefahr darin, dass mit der Zeit dieser Gummischwanz brüchig wird.
beziehungsweise die Farbe abblättert, wenn man zu oft darüber geht. Finde ich ein bisschen schade. Da wäre mir Plastik lieber gewesen. Aber Hasbro geht momentan ganz extrem in die Richtung, dass alles, was spitz ist, aus Gummi sein muss. Ich finde es nicht schön, weil ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie hier wenigstens die Schnäbel nicht aus Gummi gemacht haben oder hier unten diese ganzen Zacken aus Gummi. Das wäre ein Albtraum gewesen. Deswegen allgemein muss ich sagen, bin ich so froh, dass die Figur nicht allzu viele Gummiteile hat, sondern hier nur der Schwanz. Und da er natürlich in der Verpackung gelagert wird, ist der Schwanz einmal hier so nach oben gefaltet. Es nervt ein bisschen. Man kann natürlich mit einem Föhn, wenn man sehr vorsichtig ist, den Schwanz warm machen und dann quasi nach unten biegen. Und dann bleibt es auch eigentlich so, wie es sein soll. So quasi. Das ist aber jedem selbst überlassen. Ich lasse es jetzt so. So, um jetzt einfach mal zu der Figur so ein bisschen zu kommen. Wie ich schon eben gerade sagte, wir haben hier einmal die Waffen in den Flügel. Das heißt, die Schwerter verstaut. Die könnt ihr auch nach oben klappen, um quasi im Flug, ja, die bösen Decepticons anzugreifen. Und natürlich habt ihr auch hier hinten noch einmal die Armbrust drauf, die ihr natürlich abnehmen könnt und auch in diesem Modus natürlich auch abschießen könnt, wenn ihr es hier nach vorne drückt. Ja, die Armbrust nehme ich jetzt einfach mal ab und wir sehen einfach hier hinten diesen Connector, wo quasi die Armbrust drin platziert wird. Die Flügel selbst sind quasi nur hier oben an den Schultern festgemacht, das heißt, ihr könnt sie komplett nach vorne drehen. Oder eben nach hinten. Das Schöne an dieser Figur ist, ich nehme jetzt mal einfach den Ständer ab. Ihr könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich entferne mal die Waffen, diese Figur eher hinstellen wollt, ihr könnt die Füße nach unten platzieren, könnt die Flügel einmal anwinkeln und könnt sie nach unten klappen und schon sieht es aus, als wenn die Figur quasi, ja, wie es halt so üblich ist bei den Flugsauriern, quasi so stackst. Und mit den Flügeln läuft. Finde ich sehr schön, dass die Möglichkeit existiert. Die Köpfe sind ja auf einem ganz normalen handelsüblichen Drehgelenk. Das könnt ihr ganz normal um 360 Grad drehen. Und ein kleines Scharnier hier außen, was für die Transformation auch wichtig ist, wo ihr den Kopf quasi zur Seite winkeln könnt. Es geht nur nach innen, nicht nach außen. Da müsst ihr quasi den ganzen Kopf einmal drehen. Dann hat die Figur einmal einen zu öffnenden Mund. Und den Kopf könnt ihr nach oben, nach unten schwenken. Also ich finde es sehr schön beweglich. Und der Hals, den könnt ihr quasi dank der Transformation nach außen oder leicht nach innen winkeln. Ich muss nur dazu sagen, wenn ihr nach außen winkeln wollt, dann müsst ihr die Flügel nach oben drehen. Ansonsten wird hier dieses Gelenk komplett blockiert. So könnt ihr es nach außen drehen oder halt nach innen. Ja, was kann die Figur sonst noch? Die Figur hat ganz normal hier diese Füße. Die sollen quasi die Füße des Dinobot-Modus darstellen. Finde ich jetzt nicht so schön gelungen. Hier wäre es schöner gewesen, wenn man die Beine so quasi nach innen hätte drehen können. Ja, das passiert leider auch sehr oft, dass das Bein abgeht, weil es ein etwas zu kleines Kugelgelenk ist. Dass man quasi richtig so ihn nach vorne hätte drehen können, um das Greifen der Decepticons wie im Film zu ermöglichen. Das geht hier leider nicht. Was ihr hier habt bei dieser Figur, um das Bein richtig anzuwinkeln. Ihr habt ganz normal handelsüblich hier oben dieses Gelenk und hier innen drinnen, das schwarze, was ihr seht in dem blauen Hüftgelenk, ist nochmal ein verstecktes zusätzliches Gelenk. Das heißt, ihr könnt das Bein richtig nach außen winkeln und drehen. Ihr seht hier, dass dieses kleine Kugelgelenk quasi nochmal sich weiter bewegen lässt. Dadurch könnt ihr quasi im Robotermodus und im Dino-Modus die Beine natürlich dann dementsprechend noch weiter bewegen. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel. Wirklich simpel. Ihr dreht einfach mal die Beine so heraus. Dreht sie rum. Hier vorne diese Krallen könnt ihr entweder nach außen gewinkelt lassen oder halt nach oben drehen. Ich habe es lieber nach oben. Hier ebenso. Die Beine nach unten drehen. Ich zeige euch auch gleich, wieso diese Hüftgelenke hier oben wichtig sind. Das heißt, Schenkelgelenke. Die Figur hat auch hier ein Hüftgelenk, was auch sehr eigentlich gut angebracht ist. Allerdings einen kleinen Nachteil hat, ihr könnt es nicht wirklich um 360 Grad drehen, nur mit sehr vielen Hindernissen wegen dem Schwanz und den Flügeln. So, jetzt löst ihr einmal hier die Arme aus den Flügeln. Die haben hier außen so kleine Löcher. Und hier diese Packs, damit wird es quasi miteinander verbunden. Dann dreht ihr den Arm so nach unten, dreht die Arme nach innen und winkelt die Hände nach oben.
Das gleiche hier noch einmal. Die Arme lösen von den Flügeln, winkeln, nach oben drehen, fertig. Den Kopf nach oben drehen, den Roboterkopf. Dazu müsst ihr die Praetoranodon-Flügel nach außen drehen. Dann wird er quasi entsperrt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten bei dieser Figur. Offiziell sollen eigentlich diese Köpfe so gewinkelt werden. Gefällt mir persönlich gar nicht. Es sieht übelst aus. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeiten, die Flügel, oder besagt die Köpfe, so nach unten zu winkeln. Finde ich, sieht auch nicht gut aus. Deswegen habe ich mir überlegt, einfach die Flügel so nach unten drehen, oder besagt diese Köpfe, und sie so anzuwinkeln. Ich finde, so sieht es richtig geil aus. Es hat auch wirklich was. Es sieht wirklich aus wie so eine dicke Schulter. Und ich mag einfach dicke Schulterpanzer. Und es macht echt was her. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, natürlich die Flügel hinten, wenn ihr sie nach oben leicht dreht, entweder nach innen zu winkeln. So. Hier ist es wichtig, dass ihr hier dieses Loch nutzt, um den Schwanz nach oben zu drehen. So. Und hier durchgehen zu lassen. Sonst habt ihr Probleme, dass die Figur wirklich gut steht. So. Jetzt ist diese Figur quasi schon fertig verwandelt. Jetzt gebe ich euch aber einen kleinen Tipp. Dieses Gelenk hier oben in den Schenkeln so drehen, dass es nach außen zeigt. Grund, jetzt stehen die Beine quasi richtig und auch gerade. Wenn ihr diese Schenkel nach innen habt, zeige ich euch jetzt, habt ihr das Problem, ihr habt zwar hier oben diese richtig schönen Panzer, aber ihr seht selbst, er hat dann auf einmal X-Beine. Es sieht grausam aus. Deswegen immer schön nach außen drehen und die Beine richtig formen. So. Jetzt ist die Figur fertig verwandelt. Jetzt habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, Strafe seine Waffen in die Hand zu geben. Entweder ihr gebt Strafe jetzt die Armbrust, die ihr quasi ihm in die Hand geben könnt, wie gesagt, in die Hand zu geben. Bevor ich das aber mache, zeige ich euch einmal etwas sehr Schönes bei dieser Waffe. Nichts wirklich Atemberaubendes, aber erstens, die Details sind echt gut gemacht. Und zweitens, was mir sehr an dieser Waffe gefällt, sie besteht aus zwei unterschiedlichen Komponenten und hat dadurch auch mehrere Farben. Nicht so wie es bei vielen anderen Figuren ist, dass es halt einfach nur ein und dieselbe Farbe ist. Nein, das ist hier nicht der Fall. Und was mich sehr überrascht hat, wenn wir mal jetzt so den von vorne angucken, die Armbrust, ich weiß nicht wieso, aber entweder ich erkenne hier dieses Maximal-Zeichen der Beast Wars, der, also quasi der Autobots von aus der Beast Wars-Line, sieht eindeutig aus wie das Maximal-Zeichen. Oder ja, wie eine Art Fledermaus, wie man es halt mag. Aber ich, ja, es erinnert mich halt sehr stark daran. Gefällt mir. Jetzt habt ihr noch die andere Möglichkeit, diese Waffen, diese Schwerter zu nehmen. Ihr habt hier unten diese kleinen Pins und hier diese Löcher in den Griffen, die in den Flügeln festgemacht wird. Jetzt könnt ihr hier diese Waffe nochmal verlängern. So. Und quasi den Bogen zu einer, ja, großen Waffe quasi verändern. Die könnt ihr eben auch natürlich noch in die Hand geben. So. Ja, und schon hat Strafe die Waffen in der Hand. Ich finde natürlich, so ist die Figur nicht wirklich gut zu präsentieren. Gefällt mir auch nicht wirklich. Im Film hat er nur eine kleine Rolle gehabt. Im Robotermodus hat man ihn nur ein paar Sekunden gesehen. Deswegen kann man sich selbst überlegen, wie man ihn präsentiert. Mir persönlich gefällt es auf eine andere Art, die ich euch gleich zeige. Vorher möchte ich aber noch zeigen, wie ihr die Schwerter natürlich noch in den Arm stecken könnt. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe mich jedenfalls gefragt, die silberne Innenfläche, ist das die Klinge oder gehört das Gezackte nach unten? Ich würde jetzt eher sagen, das Gezackte gehört nach unten. Das ist aber euch überlassen, wie ihr natürlich da eure Fantasie spielen lässt. Ja, die Figur hat ein ganz großes Manko, was ich finde. Die Fäuste lassen sich nicht drehen. Ihr könnt sie nur so nach unten winkeln oder nach oben winkeln. Ihr könnt nicht jetzt sagen, okay, wenn die Ellenbögen so nach oben geklappt sind, dass ihr das Schwert nach oben zeigen könnt. Das geht leider nicht. Finde ich sehr schade und dadurch hat die Figur theoretisch einen Punkt Abzug verdient. Aber nein, das lasse ich lieber. So, wie ich jetzt diese Figur präsentieren würde, zeige ich euch jetzt. An eurer Stelle würde ich es jetzt so machen, dass ihr die Flügel einmal ausbreitet.
Aber wie gesagt, das ist nur empfehlenswert, wenn ihr einen Figurenstand auch wirklich habt. Dann die Arme nach unten winkelt. Ist, wenn er gerade quasi zum nach vorne stürmen will. Und jetzt die Füße leicht übereinander gewinkelt. So. Und jetzt auf den Figurenstand quasi packen. Den Dino-Schwanz ein bisschen nach hinten. Und jetzt quasi, als wenn er so in einer Angriffsposition ist. Und ich finde, das sieht einfach, ihr könnt sagen, was ihr wollt, einfach geil aus. Es hat was. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, den noch ein bisschen nach vorne winkeln. So. Und es sieht aus, als wenn er nach vorne stürmen würde mit den Flügeln und in die Angriffsposition geht. Und ich weiß nicht, was ihr sagt, aber die Figur sieht einfach Bombe aus. Einfach übelst geil. Sie gefällt mir. Ihr könnt natürlich dann hier noch die Flügel anwinkeln, wie ihr wollt. Ihr könnt sie nach vorne winkeln, nach hinten winkeln. Also sie ist auf, die Flügel sind auf einem extra Gelenk. Sie haben quasi mit den Armen selbst relativ wenig zu tun, was ich auch sehr schön finde. Und wenn ihr es natürlich so posieren lassen wollt, könnt ihr natürlich auch die Armbrust, würde ich jetzt euch empfehlen, verkehrt herum hier oben anbringen. Dann ist die Armbrust quasi mit den Flügeln eine Linie. Finde ich, sieht ziemlich cool aus. Und zum anderen seht ihr quasi von der Armbrust im Robotermodus relativ wenig. Und ja, die Figur ist einfach in meinen Augen eine Augenweide. Ich bin einfach stolz darauf, diese Figur zu haben. Und sie gefällt mir wirklich. Und jeder, der sie bekommen kann, sollte zugreifen. Ich glaube, diese Figur wird nicht lange auf dem Markt sein. Und wenn dann später für überteuertes Geld zu haben sein. Wie gesagt, eine super Figur. Gehen wir jetzt einfach mal auf die Details so ein bisschen ein. Jetzt habe ich einfach mal jetzt den Roboterkopf. Der Roboterkopf ist ziemlich cool gemacht. Ihr habt einen typischen ritterartigen Kopf. Oben dieser Finne. Finde ich super. Das ist auch eine Hommage ein wenig an Swoop, der es natürlich auch im Dinobot-Modus hat. Der Kopf selbst ist ziemlich cool in diesem blauen Design mit dieser grünen, neongrünen, mit dem neongrünen Visier. Was ich sehr schade finde, ist, dass Hasbro hier ein bisschen, was die Qualität angeht, ein bisschen nachgelassen hat. Hier muss man theoretisch nachschleifen so ein bisschen. Man sieht richtig, wo die Gussform rausgetrennt wurde. Ansonsten, wenn ich mir den Brustkorb angucke, sehr filigran, sehr schön. Hier unten sehen wir noch so ein paar kleine Details. Die Dino-Flügel, oder wie gesagt, die Köpfe, wie sage ich eigentlich auch nur ein Flügel? Die Dino-Köpfe sind sehr schön in dieser Position, wie ich sie jetzt angebracht habe, angebracht. Wenn ihr hier oben die im Originalzustand habt, so wie es eigentlich von der Anleitung beschrieben ist, passt es nicht. Und wenn ihr ehrlich sein sollt, wollt ihr einen Roboter haben, der so da durchguckt und eigentlich kein Sichtfeld hat. Also ich finde wirklich, versucht es nach unten anzuwinkeln. Ihr seht immer noch die Augen, ihr seht immer noch die Dino-Gesichter. Und es macht einfach so deutlich mehr her. Ansonsten, wie gesagt, die Arme. Leider die Fäuste ein kleines Manko. Ihr könnt sie nur nach oben, nach unten drehen, weil sie nur auf diesem Drehgelenk sind. Ich hätte es schöner gefunden, hättet ihr es auf dem Balljoint gehabt und jetzt auch nach innen drehen können. Man sieht dann dadurch auch quasi im Dino-Modus die Fäuste. Die sind dann wirklich hier dann so abgebildet und ihr könnt sie nicht verstecken. Schöner wäre es gewesen, wenn es wie gesagt auf dem Balljoint wäre. Und hier ist auch ein Hohlraum. Ich verstehe gar nicht, wieso der nicht ausgenutzt wird. Die Hände hätten absolut da reingepasst. Genauso breit wie der Hohlraum. Und ja, es geht nicht. Finde ich sehr schade. Und ich habe auch schon versucht, ob man die reindrehen kann, aber es geht einfach nicht. Da hätte vielleicht Hasbro ein bisschen was besser machen können. Die Flügel, wie gesagt, sind vom Design her absolut schön. Man sieht hier richtig das Blau, wie es in das Silber übergeht. Einfach gelungen. Und auch die Farbzusammenstellung mit Blau, Silber und Schwarz, einfach toll. Die Beine, wie gesagt, sind auch sehr schön gestaltet. Gefällt mir richtig gut. Vor allem, dass die Dino-Füße hier oben dann quasi die Knieschoner werden, finde ich auch einfach geil. Es bietet einfach ja ein paar Fantasiemöglichkeiten, zum Beispiel, dass er zutritt damit oder wie auch immer. Hier unten diese ganzen Stacheln, die angebracht sind, kennen wir auch schon von den anderen Dinobots, sehr schön gemacht. Der Fuß hier unten hat leider kein Gelenk. Der ist fest mit dem Fuß quasi verbunden in einem Guss. Das hätte vielleicht auch noch besser machen können, dass man den vielleicht hätte nach unten, nach oben anwinkeln können.
Ansonsten sehr schön gemacht. Und auch die Rückseite, wie gesagt, selbst wenn wir das hier abnehmen, eine absolut perfekt gestaltete Figur. Und ich bin mega zufrieden damit. Ihr könnt auch, und das ist auch das Schöne, hier ist ein Gelenk drin, den Schwanz auch quasi nach oben winkeln, als wenn er quasi nach unten stürzt oder wie auch immer. Wie gesagt, einfach herrlich die Figur. Und wer sie kaufen möchte, sollte es schnellstmöglich tun. Es lohnt sich, wie gesagt, definitiv. Nur, was ich euch bei dieser Figur empfehle, kauft euch wirklich einen Figurenstand. Ich habe jetzt einen Figurenstand von Revoltech. Der war bei einer Figur mit dabei. Die Figurenständer sind nicht teuer. Ihr könnt sie im Durchschnitt für 5 bis 10 Euro bekommen. Aber ihr seht selbst, ihr könnt die Figur viel besser präsentieren. Und alles in allem kommen wir jetzt mal zur Bewertung. Die Figur hat im Dino-Modus von mir volle 10 Punkte verdient. Im Roboter-Modus auch volle 10 Punkte verdient. Auch wenn mich die kleinen Mankos, wie zum Beispiel hier unten mit den Schenkeln, ein ganz klein wenig stört. Ebenso das mit den Händen, dass sie nicht frei bewegbar sind oder auf einem Kugelgelenk sind. Aber wenn ich mir an die Flügel, wenn ich das mit den Flügeln in die Bewertung mit reinbringe, die vielen Waffen, die mit dabei sind, die Möglichkeiten mit den Waffen, das coole Design mit den Köpfen, es ist einfach geil. Und deswegen hat die Figur alles in allem volle 10 von 10 Punkten verdient. Ja, so viel dazu für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt und wir sehen uns das nächste Mal. Ich habe noch viele nette Designs für die Figuren, die ich euch anbieten kann, wie Ideen mit Umbauten etc. etc. Auch habe ich auch eine Menge Ideen, wie man die besser präsentieren kann. Schaut einfach in Zukunft bei mir im Channel rein, ich würde mich freuen. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Rexford.